Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Ich habe nochmal im Schnelldurchlauf mein anderes Video durchgeguckt und ich hatte das nicht gesagt. Deswegen jetzt Neuigkeiten. Die damit zu tun habe. Mit Gogo Mango. Im Dezember, ich glaube im Dezember war das, ja, da gab es ja die Senspiration mit Vanilla Bean Buttercream. Also weil Vanilla Bean Buttercream kann man ja eigentlich zu jedem Duft fast mit reinmischen. Also der ist ja so ein Allrounder, wenn man mischen möchte. Jetzt kommt die nächste Senspiration. Dauert noch ein bisschen für euch. Und zwar mit Gogo Mango. Ich habe mir den letztens jetzt Halbpreisprämie geholt. Ich mag den einfach. Der ist echt so richtig frisch. Der schreit förmlich nach Frühling, nach Blumen, nach Farbe. Okay, aber der Reihe nach. Also, die Senspiration Gogo Mango gibt es ab Februar. Warum ich das Ganze jetzt schon ausplauder, können sich jetzt auch wieder die Geister scheiden. Mir wurscht, weil wir Berater können nämlich ab morgen uns dieses frühzeitige Kombiset zulegen, was ich natürlich definitiv tun werde, und daraus Proben zu gießen und sie unter die Leute zu bringen. Sprich, unter euch. Deswegen, meine VIP-Lers, die wissen es ja schon, den habe ich das ja schon losgetratscht und schon mal gefragt, wer dann die Düfte zum Schnuppern haben möchte. Ihr dürft auch hier unten gerne kommentieren, ihr dürft mir auch gerne WhatsApp schreiben, E-Mail schreiben. Ja, wer sowas zum Schnuppern haben möchte. Und zwar, es sind 4 Düfte, kommen in einem wunderschönen dekorativen Beutelchen. Das Ganze schaut dann so aus. Also ich bin ja da echt am Überlegen, ob ich mir da 2 hole. Ja, egal. ja, den normalen habe ich mir jetzt gar nicht ausgedruckt, weil den habe ich ja hier. Habe ich ja hier schon ein bisschen beschrieben. Es dreht sich alles um Gogo Mango. Und saftige Mango und Melone sind mit leuchtendem Hibiskus und süßen Bananenblumen garniert. Ja, der ist so richtig so, ich weiß nicht. Ich habe ja keine Ahnung, wie es auf Hawaii riecht. Ich war ja da leider noch nicht. Aber so stelle ich mir das vor. So stelle ich mir den Geruch von Hawaii vor. Also Augen zu und abtauchen nach Hawaii. Oh, ja. Ja. Duft Nummer 1. Dann kommt der, das ist natürlich wieder der letzte, natürlich. Fruchtig gelb, der Mango Margarita. Eine Fülle aus tropischen Früchten mit saftiger Mango und einem Spritzer prickelnder Zitrusfrüchte. Klingt auch sehr vielversprechend. Dann haben wir den Mango Shortcake. Also ich finde ja auch wieder
die Bars-Verpackungen wieder richtig geil geworden. Das macht echt Bock auf. Wie schon gesagt, bei uns liegt jetzt momentan Schnee, aber da kriegt man jetzt echt langsam Bock auf Frühling, auf Farbe, dass die Sonne scheint, dass der Himmel blau ist, das Gras ist grün. Ihr wisst, was ich meine. Mango Shortcake. Warmer gebackener Cupcake mit Vanillesahne und saftiger Mango. Klingt auch geil. Und zum Schluss der Mango Wildflower. Ein Hain aus wildem Hibiskus und tropischer Fräsie, gesüßt mit saftiger Mango. Also ist, glaube ich, ich glaube, wer den Gogo Mango so schon liebt, der wird, glaube ich, die Kollektion auch lieben. Also wie schon gesagt, ich werde mir die morgen Abend holen. Und ihr, diesmal haben wir, Gott sei Dank, das Zeitfenster ist ein bisschen länger wie damals bei den Bring Back My Bar. Also es war ja wirklich knackig. Ja, ich hoffe, das kollidiert jetzt dann nicht mit den ganzen Flash-Sale-Bestellungen. Ihr könnt die Kollektion dann ab dem 13. Februar, das ist auch ein Montag, ab 19 Uhr bestellen. Das Ganze wird dann kosten 28 Euro. Und wie schon gesagt, ihr bekommt es hier in diesem schönen Beutelchen. Und so viel sei verraten, das war nicht die letzte Senspiration-Kollektion. Ich weiß, da wird noch die ein oder andere kommen mit dem ein oder anderen Duft, wo ich sehr gespannt bin, wie sie die anderen umsetzen. Ja, es lasst euch überraschen. Mit Sensi wird es echt nicht langweilig. Und ich habe mir dieses Jahr wirklich auf die Fahne geschrieben, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich habe mich jetzt die letzten paar Monate, hatte ich mich wirklich zu sehr drauf versteift, um Teammitglieder zu finden, die sich bei mir im Team einschreiben. Und aber ich, mittlerweile bin ich jetzt wirklich so weit, nö, ich mag da jetzt nicht mehr. Vielleicht soll es nicht sein, ich habe keine Ahnung. Aber ich suche nicht mehr. Ich suche nicht mehr und ich mache mir da jetzt auch gar keinen Kopf mehr drüber, weil ändern kann ich es eh nicht. Und wenn ich mich da jetzt, was ich jetzt wirklich die letzten paar Wochen gemerkt habe, wenn ich mich da zu sehr drauf versteife und es passiert nichts und ich sehe bei den anderen, ist ja Fehler Nummer 1, ja, nicht rechts und links gucken, ne, sondern auf mich. Aber manchmal rutscht es halt dann noch so durch. Und wenn ich dann sehe, oh, rekrutiert. Ja, mein Gott, ist halt so. Ich bin halt dann jetzt quasi der einsame Wolf. Aber ganz ehrlich, ich habe mich da jetzt wirklich viel mehr über die vielen, also für mich wirklich vielen Neukunden, die gesagt haben, die wollen mich als Beraterin, was mich echt mega gefreut hat. Habe ich mich wirklich viel mehr gefreut, wie über was anderes. Und deswegen, ich versteife mich da jetzt nicht mehr drauf. Also ich, nö, ist jetzt einfach so. Und ich mache jetzt mein Ding einfach weiter so, wie ich das für richtig halte. Und, ja mein Gott, ich bin jetzt 4 Jahre dabei. Ich kann auch locker noch mal 4 Jahre durchhalten. Schaff ich. Ich bin Steinbock. Ich bin da echt hartnäckig. Aber wie schon gesagt, ja, ich wollte das einfach nur mal kurz mal hinzufügen, dass ich da jetzt echt mich da jetzt wirklich, nachdem ich so ein
bisschen Mindset-Veränderung gemacht habe. Also ich habe mich da wirklich hingesetzt und habe mir gedacht, was will ich? Ja, natürlich, klar. Teammitglieder bedeuten natürlich logischerweise mehr Verdienst, Aufstiegschancen, die ganzen Reisen, wo du dir erarbeiten kannst, ist auch immer ein Teil damit aufgebaut, dass du neue Teammitglieder bekommst und die dann auch zur Zertifizierung führst. Aber ja gut, ganz ehrlich, die nächste Incentive geht jetzt nach Monte Carlo. Könnt ihr euch mich in Monte Carlo vorstellen? Nee, also ich beim besten Willen nicht. Ist einfach nicht meine Welt. Ist einfach nicht meine Welt. Und ich bin da echt ganz froh drüber, ohne Scheiß, dass ich das nicht erreicht habe. Gut, ich hätte da noch die Möglichkeit und du kannst ja entweder die Reise oder du lässt dir den Wert auszahlen. Aber ich in Monte Carlo, ich kleiner Bauer. Nein. Nein. Und deswegen. Ja, dann, es ist einfach so. Es ist einfach so. Und ich habe mich jetzt echt damit abgefunden. Und ganz ehrlich, ich mag es dann lieber, mich um meine neuen Kunden zu kümmern, die zu verhätscheln und zu vertätscheln. Und ja, das ist halt. Es liegt ja auch nicht wirklich jedem in die Wiege. Na, es ist auch wirklich nicht jedem in die Wiege gelegt, eine Führungskraft zu sein. Anführungszeichen. Ist man ja, also bei Sensei heißt es ja, wenn du den Titel Direktor hast, dann bist du eine Führungskraft. Wir hatten ja gestern wieder unseren gemeinsam wachsenden Trainingstag, wo eben die Führungskräfte ab Direktor und aufwärts jeder eine Stunde ein Training zu einem bestimmten Thema gemacht hat. Und da habe ich jetzt in dem einen Training erfahren, dass man eben ab Führungskraft, ich meine, ist ja klar, man repräsentiert ja Sensi. Also es ist ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich da wie der letzte Heuler hier mich vor die Kamera setze. Aber ich habe ja, bin ja jetzt letztes Mal meine Videos da so ein bisschen durchgescrollt und habe da gesehen, dass ich ja das ein oder andere Mal mit meinem rosa Flauschbademantel oder auch mit meinem Elchbademantel das ein oder andere Video gedreht habe. Wenn man Führungskraft ist, ist das nicht mehr gern gesehen. Also man sollte da sich dann schon gesitteter vor der Kamera zeigen. Deswegen bin ich da ganz froh drüber, weil manchmal ist eben mein Bademantel ist, ja. Ja, deswegen, also so viel mal dazu. Und ich war beim Mindset stehen geblieben, genau. Und ich habe mir jetzt einfach vorgenommen und ich habe damit wirklich auch jetzt, also auch wenn ich das jetzt erst seit 2 Monaten so mache, dass man da wirklich, weil das Hauptding ist einfach Duft, Duftwachs. Es ist einfach dieses Hauptsteckenpferd von Sensi, auch wenn wir richtig geile Lampen haben, aber ohne Wachs sind die halt eigentlich nur die Hälfte schön, ja? Und ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, alles, was ich verdiene, also ich bin ja da echt im Babybereich, und ich werde das alles, also für die zukünftigen Kollektionen, die rauskommen, die werde ich mir holen, die werde ich gießen und die werde ich unters Volk bringen. Also das ist so mein Credo für dieses Jahr. Also ja. Aber ich werde potenziell nicht nach neuen Teammitgliedern Ausschau halten. Ich werde da auch, habe ich mir jetzt auch vorgenommen, ich werde da auch jetzt keine Werbung mehr diesbezüglich machen. Es ist einfach so. Ich kann damit wirklich leben. Also ich bin da jetzt echt nicht so versessen drauf. Ich meine, natürlich, klar, klingt es natürlich geiler, wie wenn du jetzt auf deiner Visitenkarte stehen hast, du bist Direktor oder Star-Direktor. Aber mal ehrlich, ein Kunde, dem du die Karte jetzt hinlegst,
Gut, der kann dann schon sehen, wahrscheinlich Direktor klingt höher wie jetzt Essential Berater. Also, oder leitender Berater, was ja ich bin. Aber, ja, das ist, sind wieder meine, so meine Gehirnstränge, die da jetzt das unbedingt mal loswerden wollten. Weil es hatte wirklich frustriert. Es hatte wirklich frustriert, wenn du dich da wirklich so drauf festbeißt. Nö, mache jetzt nicht mehr. Ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die Kollektionen, auf meine ganzen neuen Kunden. Und ich glaube, das liegt mir mehr. Liegt mir einfach mehr und finde ich in Ordnung. Finde ich echt in Ordnung. Und deswegen hole ich mir für euch morgen natürlich die Gogo Mango Kollektion. Schon allein aus dem Grund, weil ich sie haben möchte, weil ich wissen möchte, wie die riecht, wie sie das umgesetzt haben. Und natürlich, damit ihr schnüffeln könnt, um euch zu entscheiden, ob ihr sie dann euch am 13. Februar holt oder nicht. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, auch mit meinem kurzen Ausschwank mal woanders hin, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo. Ich freue mich immer über beides. Und in diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Ich werde mich jetzt hier mal um meine Frise kümmern. Bin noch etwas unschlüssig, was ich mache. Mache ich sie raus, mache ich sie nicht raus, mache ich was anderes rein, rasiere ich hinten wieder ab. Ich habe keine Ahnung, es ist ja auch wurscht. Ihr werdet es im nächsten Video sehen, wie ich dann ausschaue. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.